Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass es sich beim Titel des Antrags bereits um politische Erbschleicherei handelt, das hat Kollege Erler ja für die Sozialdemokraten als Hüter des Erbes von Willy Brandt und Egin Bahr bereits überzeugend dargelegt. Ganz sicher aber handelt es sich bei diesem Antrag um politischen Etikettenschwindel. Denn in Ihrem Antrag geht es nur um Russland und in keinem einzigen Satz um Mittel- und Osteuropa. Aber für uns ist eines klar: Deutsche Ostpolitik kann und darf niemals nur Russlandpolitik sein. Im Gegenteil, wir wollen beides: gute und partnerschaftliche Beziehungen zu Ost- und Mitteleuropa und gleichzeitig friedliche und konstruktive Beziehungen zu Russland. Niemals dürfen wir es zulassen, dass diese beiden Ziele gegeneinander ausgespielt werden. Unser Verhältnis zu Russland darf nicht über die Köpfe der Völker in Mittel- und Osteuropa hinweg entwickelt werden und schon gar nicht auf deren Kosten. Niemals mehr darf die Region zwischen Russland und Deutschland zur Verhandlungsmasse dieser beiden großen Nachbarn werden. Das entspricht unserer historischen Verantwortung gegenüber unseren unmittelbaren Nachbarn in Mitteleuropa, wie auch den Bloodlands, wie Timothy Snyder sie genannt hat, die unter den Gräueltaten der Nazis und Sowjets gleichermaßen leiden mussten. Kulturell und gesellschaftlich sind wir über Jahrhunderte eng mit den Partnerländern in Mittel- und Osteuropa verbunden. Die Solidarność in Polen und die Reformer in Ungarn haben 1989 den ersten Stein aus der Mauer gebrochen. Das werden wir Deutsche den Polen und Ungarn niemals vergessen. Und wie eng die Beziehungen inzwischen sind, wird am erreichten Maß wirtschaftlicher Verflechtung deutlich. Die vier Visegrad-Staaten Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn sind zu einem der größten Handelspartner Deutschlands geworden. Insgesamt ist unser Handel mit ihnen bereits größer als jeweils mit Frankreich, den USA oder China. Und in unseren Beziehungen zu diesen Ländern setzen wir uns auch für freiheitliche Werte ein. Deshalb bringen wir aktuell auch schwierige innenpolitische Entwicklungen in dieser Region zur Sprache. Unsere Politik gegenüber Russland aber hat einen unverrückbaren Bezugspunkt, nämlich die Charta von Paris. Darin haben sich die Staaten Europas im Jahr 1990 zu Demokratie, Menschenrechten und Grundfreiheiten bekannt. Sie haben sich verpflichtet, sich jeder gegen die territoriale Integrität oder politische Unabhängigkeit eines Staates gerichteten Androhung oder Anwendung von Gewalt zu enthalten. Diese vermeintlichen Gewissheiten unserer europäischen Friedensordnung sind jedoch durch das Verhalten Russlands in der Ukraine infrage gestellt. In aller Klarheit: die glaubwürdige Rückkehr Russlands zu den Prinzipien der Charta von Paris ist grundlegende Voraussetzung für eine nachhaltige Verbesserung der Beziehungen und Intensivierung der Zusammenarbeit. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht Jalta oder gar Rapallo, sondern Helsinki und die Charta von Paris sind der Maßstab unserer Politik gegenüber Russland. Und wenn Russland die im Minsk-Abkommen festgeschriebenen Vereinbarungen einhält und umsetzt, Russland hat diese Regelungen ja selbst als Resolution in den UN-Sicherheitsrat eingebracht, dann wäre dies auch ein wichtiger Schritt auch zur Lockerung und schrittweisen Aufhebung der wirtschaftlichen Sanktionen. Der Schlüssel für eine Verbesserung der Beziehungen in der Region liegt in Russland. Russland sollte insbesondere das Verhältnis zu seiner Nachbarschaft neu bewerten und den offenkundigen Phantomschmerz des ehemaligen Sowjetimperiums überwinden. Demokratie und Prosperität in seiner Nachbarschaft sollten von Russland nicht länger als Bedrohung empfunden werden, sondern als Chance für umfassende Stabilität und Kooperation. Unsere Hand gegenüber Russland ist und bleibt ausgestreckt. Das ist nicht nur ein Gebot unserer leidvollen gemeinsamen Geschichte. Es entspricht auch der geografischen Lage und ist deshalb Ausdruck unserer strategischen Interessen. Auch als verantwortlich handelnder Akteur im internationalen System wäre Russland ein willkommener strategischer Partner. Aber Russlands derzeitige Politik ist, anders als viele glauben, kein Ausdruck von Stärke, sondern eher ein Beleg für systematische Schwäche. Wolfgang Ischinger hat dazu schon Ende der 90er Jahre bemerkt: Russlands Größe bemisst sich nicht an der Zahl seiner Nuklearsprengköpfe oder seiner Soldaten. Größe resultiert im 21. Jahrhundert vielmehr aus Wirtschaftskraft, Humankapital, einer dynamischen Gesellschaftsordnung, einem international attraktiven Bildungssystem. Großmacht sein kann nicht gleichbedeutend sein mit einem Freibrief für mangelnde Rücksichtnahme auf kleinere. Ende des Zitats. Meine Damen und Herren, das wünschen wir uns als Ausgangspunkt für die weitere Ausgestaltung der Beziehungen zu Russland und für eine neue Ostpolitik. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit schließe ich diese Aussprache.